Servus, da ist wieder Walter vom Permakulturgarten. Ich möchte euch heute was erzählen über Qigong. Ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, was hat das mit dem Garten zu tun, Qigong? Qi ist die Lebensenergie. Wenn man kein Qi mehr hat, ist man tot. Und Gong heißt Arbeit, also Qigong ist Energiearbeit. Und natürlich, so eine Energie braucht man einerseits beim Gartenarbeiten, andererseits bietet so ein Garten auch viel Qi an. Da ist einmal die gute Luft, die wir da herinnen haben. Und es sind die herrlichen Blüten, wenn man die anschaut, gibt ja das allein schon Lebensenergie. Das Qigong kommt aus der TCM. Werdet ihr vielleicht kennen, das ist die traditionelle chinesische Medizin. Es gibt ja auch in Österreich so TCM-Ärzte. Und die TCM hat 5 Hauptbestandteile. Das ist einmal Akupunktur, Ernährung, Massage, dann haben wir eben das Qigong und das 5. ist die Heilkräuterkunde. Die Heilkräuterkunde in der TCM ist das Schwierigste zum Erlernen, weil es gibt nämlich 6000 Heilkräuter, die man oft in einer Kombination auch verwenden kann. Und das Qigong ist das Einzige, wo man nicht zu einem Arzt gehen braucht, sondern das kann jeder für sich selber machen. Und das ist Energiearbeit und wir machen das jetzt fast ein Jahr lang. Und wir machen es jeden Tag in der Früh eine halbe Stunde. Und man merkt wirklich, dass ihm das volle Energie für den Tag gibt. Und wir wollen euch jetzt einige Übungen vorzeigen. Wenn ihr es näher kennenlernen wollt, wäre schön, wenn ihr mal mit uns Waldbaden mitgeht, weil da werden wir euch einige dieser Übungen auch zeigen. Aber jetzt zeigen wir euch einige so Qigong-Übungen. So, stellt euch jetzt einmal vor, ihr seid am Meer und wir machen da jetzt einige Qigong-Übungen. Die erste Übung, die wir machen, heißt auf den Meeresgrund greifen. Stellt euch vor, ihr steht im seichten Wasser und greift so runter und hebt eine Energiekugel auf und lasst dann die Energie über euch runterperlen. So, die nächste Übung heißt Wellen bewegen. Ihr steht am Strand und macht die Bewegungen von den Wellen nach. Die Wellen kommen und gehen. So, die nächste Übung heißt, eine Taube breitet die Flügel aus. Die heißt Vorstoß. Nach dem Qigong gibt es beim Körper ein Energiezentrum, das ist da beim Bauch. Wir konzentrieren uns jetzt auf den Bauch, machen die Übung Fauststoß.
Und die letzte Übung, die gefällt der Eva sehr gut, die heißt Fliegen wie ein Adler. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, würden wir euch freuen, wenn es mit uns einmal mitgeht, geht's Waldbaden. Da zeigen wir euch dann noch einige andere Übungen. Gut,